Für mich ist eine der großen Leistungen des Instituts, ich will es mal ein bisschen übertrieben formulieren, dass es die Ehre der deutschen Wissenschaft gerettet hat, die überhaupt nicht eingestiegen war auf das, was in dieser Welt an Umweltschäden und Umweltherausforderungen anstand. Das war ein Protest, und diesen Protest habe ich selber angehört, gegen die etablierte Wissenschaft, die nichts oder einfach zu wenig begriffen hat. Es hat aber nicht zu Abschottungen gegenüber gutgläubigen anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen geführt. Und das ist ein Punkt, den ich unterstreichen möchte. Wir haben noch nicht die Mehrheiten gewonnen für eine Wende in vielerlei Hinsicht. Also muss man vorsichtig umgehen, wenn andere Leute das noch nicht so sehen. Also braucht man sehr viel Verständnis für Gegenpositionen. Man muss sich auseinandersetzen können. Und da kann man immer wieder noch da hinzulernen. Das Institut ist internationaler geworden. Darauf habe auch ich immer wieder hingewiesen. Und es wurde damit zu einem Markstein für die europäische Umweltpolitik. Das ist das, was mir sehr gut gefallen hat. Dass die Zusammenhänge sehr komplex sind, das haben wir alle begriffen. Dass man also viel, viel über die Welt als Ganzes nachdenken muss, wenn man sie vor Ort verändern will. Das würde ich mir wünschen, nicht notwendigerweise als eine noch zu leistende Hausaufgabe, sondern eine Hausaufgabe, die man verbessern kann. Wenn wir so viel über das Öko-Institut diskutieren, dann muss das Öko-Institut auch mal gefeiert werden. Von den eigenen Leuten, aber auch von der übrigen Welt. Das wäre mein Wunsch.